stehen heute hier vor der WIT-Gruppe, sind mit 200 Beschäftigten im Streik circa und kämpfen natürlich für die Tariferhöhung im Handel, da ja die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot bieten. Und wir wollen natürlich Druck auf die Arbeitgeber ausüben und schauen, dass wir am 16. in der nächsten Tarifverhandlungsrunde ein Ergebnis bekommen, weil die Leute brauchen endlich mehr Kohle. Wie lautet die Parole? In der Corona-Zeit, ihr wisst da selber, wie es abgegangen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja? Also man wusste ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was man zuerst machen sollte. Also da ist so viel Geld reingekommen und jetzt sich vorne hinzustellen und zu sagen, oh, die das erwirtschaftet haben, also da ist kein Geld jetzt da. Das tut uns jetzt leid, also beim besten Willen nicht. Und das ist doch die eigentliche Frechheit an der Sache. Die schicken euch mit Armutslöhnen nach Hause. Das ist einfach die Ansage, ne, die Arbeitgeber geben. Was ihr teilweise an Führungskräften rumspringt. Die beherrschen doch die einfachsten Umgangsformen nicht mehr. Man schaut doch schon völlig verdattelt, wenn es heißt, ihre Arbeit haben sie aber heute richtig gut gemacht. Das hört man doch vielleicht einmal im Jahr. Ja? Was diese Herrschaften interessiert, ist nicht die Gesundheit der Beschäftigten, sondern das sind blanke Zahlen, die müssen passen, der Rest ist denen scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Und da müssen wir was ändern und genau deswegen stehen wir auch heute hier.